So, hallo allerseits. Hier finden Sie jetzt, Moment, ich muss den Ton hier ausschalten. So, damit wir hier kein Echo aufnehmen. So, Sie finden hier das, halt. Ich muss auch noch hier entsprechend den Beamer umschalten. So, jetzt aber. Mit diesem Thema haben wir uns zum Schluss der letzten Vorlesung kurz schon mal befasst. Also, was die ganzen Namen da besagen, ist eigentlich für unsere Zwecke hier völlig irrelevant. Der wichtige Punkt ist der: Wir haben gegeben einen Graphen, nichts anderes als die Menge der Knoten oder die Anzahl der Knoten und die Information, welche Knoten durch eine ungerichtete Kante in diesem Fall gegeben sind. Eine Problemstellung aus der allgemeinen Problemstellung Graphen zeichnen. Einen Graphen nach gemäß Anwendungssituation so zu zeichnen, dass er möglichst übersichtlich ist, dass möglichst die Informationen, die drinstecken, herauskommen und möglichst keine Informationen an den Zuschauer kommen, die eigentlich nicht drinstecken, also keine falschen Informationen suggeriert werden. Das ist ein sehr weites Feld, dazu gibt es eigene Organe, eigene Konferenzen zum Thema Graphenzeichnen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Facetten, viele verschiedene Anwendungsgebiete mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Herausforderungen. Denken Sie etwa an elektronische Schaltpläne, vernünftig übersichtlich zu zeichnen, eine völlig andere Situation. Denken Sie daran, U-Bahnpläne oder Ähnliches zu zeichnen, eine völlig andere Situation. Hier sozusagen die einfachste und nat am natürlichsten erscheinende Situation. Wir wollen die Punkte in der Ebene so platzieren, dass die Kanten, wenn wir sie gerade zeichnen, dass der Gesamtgraph dann möglichst übersichtlich sein wird. So, ich habe genug darüber erzählt, was da der Hintergrund ist, brauchen wir nicht nochmal sagen. So, was ist die Zielsetzung? Also, was würden wir uns wünschen von dieser Zeichnung? Also, zunächst mal das Wichtigste an der ganzen Sache ist natürlich, dass es leicht zu überblicken ist. Und es leicht zu durchschauen ist, leicht zu verstehen ist, was da gezeigt wird. Wie gesagt, die Informationen, die drinstecken und insbesondere die wichtigen Informationen für die Anwendungssituation sollen in dem visuellen Eindruck auch übermittelt werden, ohne viele Worte. Und Informationen, die nicht drinstecken, sollen keinen Eindruck, also es soll kein falscher Eindruck entstehen. Ja, ein Bild soll mehr als 1000 Worte sagen, aber ein Bild soll nicht mehr als 1000 Worte lügen. Diesen Punkt sollte man nicht unterschätzen, nämlich wenn man damit mit solchen Dingen arbeiten will, dann macht es schon einen Unterschied, ob das Bild ansprechend aussieht. Entschuldigung. Oder ob das Bild so grässlich ist, dass man es am liebsten sofort wieder zur Seite packen will. So, jetzt haben wir aber hier ein Problem, was wir eigentlich normalerweise in so einem Studium wie Informatik oder verwandten Studiengängen nicht kennen, nämlich, dass wir gar keine Zielsetzung haben, die wir formalisieren können, oder zunächst mal ist sie noch nicht formalisiert. Und wo wir eigentlich, wie Sie sich vorstellen können, nicht wirklich zu einer vollständigen Formalisierung kommen können, sondern bestenfalls zu einer angenäherten, weil es sich um eine sehr komplexe psychologische Zielsetzung handelt, diese beiden Punkte, die da oben angesprochen sind. Wir können versuchen, das Wort versuchen steckt hier in dem Englischen imperfect, also wir können versuchen, zu einer Formalisierung zu kommen, und es ist auch tatsächlich so, dass so ein paar Kriterien, wie ich sie hier aufgeführt habe, tatsächlich zu vernünftigen Bildern, vernünftigen Lösungen führen. Wenn man versucht, diese Kriterien nach Möglichkeit einzuhalten, wenn man Algorithmen entwickelt, die diese Kriterien und so entwickelt, dass sie diese Kriterien möglichst gut einhalten. Auch das nur angenähert gut, denn wir werden das nie hundertprozentig bestmöglich hinkriegen.
wenn wir solche Algorithmen entwickeln, dann werden die aller Erfahrung nach schon gute Bilder erzeugen. So, was sind so typische sinnvolle Kriterien? Natürlich, erst einmal, was die Sache sehr unübersichtlich macht, sind Kreuzungen von Kanten. Gehen wir nochmal zurück. Hier, dieser Graph lässt sich kreuzungsfrei in die Ebene zeichnen. Er ist planar. Da hatte ich ganz zum Ende der letzten Veranstaltung, können Sie nochmal in die Aufzeichnung schauen, wenn Sie das nicht mehr parat haben, hatte ich nochmal ganz kurz das Thema Planarität in einem kleinen Exkurs allgemein angesprochen. Es gibt Graphen, die sich so wie dieser Graph in die Ebene zeichnen lassen ohne Kreuzung, und es gibt andere Graphen, die sich nicht ohne Kreuzungen in die Ebene zeichnen lassen. Ich hatte die Charakterisierung, die der Herr Kuratowski vor Größenordnung 90 Jahren oder so gefunden hat, beim letzten Mal kurz angesprochen. Nämlich ein Graph ist genau dann nicht kreuzungsfrei einzuzeichnen in die Ebene, wenn in gewisser Weise einer von zwei bestimmten Graphen, der vollständige Graph auf 5 Knoten oder der vollständige bipartite Graph auf 2 mal 3 Knoten darin enthalten ist. Das war nur ein kleiner Exkurs, aber zur Erinnerung, die ans dass nicht jeder Graph einfach so in die Ebene gezeichnet werden kann. Es ist auch so, dass die, wenn Sie versuchen, die Anzahl der Kreuzungen zu minimieren, das ist wieder ein NP-schweres Problem. Ja, Sie kennen die Klasse von NP-schweren Problemen, habe ich hier, denke ich, in diesem Semester auch schon angesprochen. Nochmal zur Erinnerung, was das praktisch heißt: Wenn ein Problem NP-schwer ist, dann werden Sie für jeden Lösungsalgorithmus, den Sie sich nur ausdenken können, oder für jeden Lösungsalgorithmus, den diese Welt in ihrer logischen Struktur zulässt, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, für jeden möglichen Lösungsalgorithmus gibt es Beispiele von moderater Größe, bei denen dieser Algorithmus mehr Zeit brauchen wird, als dieses Universum zur Verfügung stellt und die nächsten paar Universen hinterher. Also, hundertprozentige Optimierung, Minimierung für den Fall, dass der Graph tatsächlich planar ist, dann eine kreuzungsfreie Einbettung zu finden, das ist nicht NP-schwer. Aber allgemein, die Kreuzungen für einen gegebenen ungerichteten Graphen, die Anzahl der Kreuzungen zu minimieren, eine Platzierung der Knoten zu finden, sodass die Anzahl der Kreuzungen minimiert wird, ist NP-schwer. Also wir können auch hier wieder mal nicht hoffen, dass wir da zu einer optimalen Lösung kommen, aber wir müssen auch nicht zu einer optimalen Lösung kommen. Es reicht, wenn wir eine gute Lösung haben. Also die Erfahrung sagt, dass dieses Problem durchaus behandelbar ist. So, das ist ein Kriterium. Das sind alle diese Kriterien, sind in gewisser Weise deshalb schon von vornherein imperfekt, weil die Zielsetzung, diese psychologische Zielsetzung hier, leicht zu überschauen und zu durchschauen, schön aussehend, das ist so etwas Globales. Sie gucken drauf und können entscheiden, ohne sich auch nur irgendeinen, ohne sich die Details einzeln anzuschauen, durch Draufsicht entscheiden Sie, ob Sie das leicht verständlich finden und ob Sie das hübsch finden. Hier, was wir hier machen ist, und das ist eine ganz typische Sache, dass wir dieses schwer fassbare psychologische Kriterium versuchen zu formalisieren, indem wir es niederbrechen auf Kriterien auf den einzelnen Elementen oder in diesem hier ganz konkret auf Paaren von Elementen. Ja, wenn wir sagen, wir wollen vermeiden, dass Kanten sich kreuzen, dann sagen wir, für jedes Paar von Kanten wollen wir nach Möglichkeit, dass die sich nicht kreuzen. Ein weiterer Punkt, wenn Sie sich dieses Bild hier ansehen, dass die Winkel doch eigentlich recht ordentlich sind. Ja, die spitzesten Winkel, hier haben wir, glaube ich, den spitzesten Winkel überhaupt. Der ist immer noch ordentlich ausreichend nicht spitz, oder wie man das nennen will, also ausreichend übersichtlich. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Bild, bei dem die Winkel sehr viel spitzer sind, dann wird die Sache natürlich deutlich weniger leicht zu durchschauen. Das heißt, wir haben hier ein Kriterium auf Paaren von
von Kanten, die einen Knoten gemeinsam haben. An diesem Knoten soll der Winkel nicht allzu spitz sein. Was heißt das nicht allzu spitz? Keine Ahnung. Also man muss versuchen, das irgendwie, da kommen wir noch dazu, man muss versuchen, das irgendwie mit in die Gesamtberechnung hineinzubekommen. Wenn wir Kanten haben, die nah beieinander sind, dann ist es zumindest hier in Anwendungsfällen wie diesen sinnvoll, Kanten, die nah beieinander sind, dass die nicht allzu nah parallel zueinander sind. Sie sehen, wir haben hier zwar so ein paar parallele Kanten, hier und hier, hier und hier, hier und hier, aber die sind natürlich ausreichend weit auseinander, dass es keine Probleme gibt, wenn die nah beieinander sind, dass die sich, dass die vorm Auge praktisch verschwimmen. Also hier, das sind jetzt nicht inzidente Kanten, also Kanten, die keinen Knoten gemeinsam haben. Die sollen, wenn die halbwegs nah parallel zueinander sind, sollen sie nicht nah beieinander sein. Dann natürlich wollen wir Knoten nicht zu nah beieinander haben, weil es da an dieser Stelle unübersichtlich wird. Natürlich wollen wir so etwas haben, so eine Balance, dass Knoten, die sehr viel miteinander zu tun haben, relativ nah beieinander sind, so wie hier dieses Dreieck. Dass die Knoten relativ nah beieinander sind mit relativ kurzen Kanten und anderswo sind die Kanten etwas länger. Aber der Punkt ist natürlich, das darf auch nicht übertrieben werden. Was wir nicht haben wollen, ist, dass diese drei Kanten so nah beieinander sind, dass wir sie kaum noch unterscheiden können. Und ein weiterer Punkt, Knoten sollen nicht nah an Kanten sein. Ja, natürlich sind sie immer automatisch nah an den Kanten, zu denen sie inzident sind, aber zu denen sie nicht inzident sind, sollen sie natürlich nicht nah sein. Das ist ein Kriterium auf Paaren, die aus einem Knoten und einer nicht inzidenten Kante bestehen. Ja, das sind sinnvolle Kriterien dafür, um Bilder zu erzeugen, so wie sie hier aussehen. Ja, einfach abgeleitet daraus, was sorgt eigentlich dazu, was sind die Eigenschaften niedergebrochen auf die einzelnen Elemente oder auf Paare von Elementen, was sind die Eigenschaften, die dafür sorgen, dass dieses Bild hier gut in unserem Sinne ist. So, was ist die Idee, die Grundidee, wie man an solche Sachen herangeht? Nicht an jede Aufgabe aus dem Graphen zeichnen, also zum Beispiel nicht diese Schaltplangeschichten oder so etwas, aber bei vielen Anwendungsfällen von Graphenzeichnen, so auch bei dieser Art, ist die Idee, wie man das Ganze mathematisch formuliert, dass wir die Sachen, die nicht nah beieinander sein sollen, dass wir denen eine Abstoßungskraft geben. Ja, wir nehmen das Ganze entlehnen die Idee aus der Physik, vielleicht nochmal zurück. Wir entlehnen die Idee aus der Physik, stellen sich vor, Sie haben hier so ein Gebilde mit, ich weiß nicht, Federn, so ein schwingendes Gebilde, wo die einzelnen Elemente sich gegenseitig abstoßen, wo Knoten sich gegenseitig abstoßen, wo hier inzidente Kanten sich gegenseitig abstoßen, sodass in der Tendenz, so wie hier rund um die Medici, alle inzidenten Kanten ungefähr denselben Winkel zueinander haben, also jeweils benachbarte inzidente Kanten natürlich. Vielleicht nicht immer denselben Winkel, weil durch die anderen Kräfte, die hier wirken, die Idee ist, dass sich das ein physikalisches Gleichgewicht, ein Gleichgewicht der Kräfte ergibt, dass die ganzen Kräfte, diese ganzen Abstoßungskräfte hier sich gegenseitig im Gleichgewicht halten. Das funktioniert in der Praxis sehr gut. Man muss aber dann ein bisschen herumspielen. Ja, jedem Art von Kriterium gibt, das definiert jeweils eine Abstoßungskraft.
Aber man wird nicht von vornherein sagen können, wie gewichtig die einzelnen Kriterien gegeneinander sind. Das wird man dann sicherlich anhand des Beispielmaterials, für das man gute Zeichnungen generieren soll, wird man das ein bisschen ausprobieren müssen, was für einen Gewichtsfaktor man jedem dieser Kriterien gibt. So, wie definiert sich diese Abstoßungskraft? Also die Idee ist, wir haben eine, wenn wir davon ausgehen, wir haben eine Platzierung der Knoten, dann ist da so etwas wie potenzielle Energie drin durch die Abstoßungskräfte, ja? Wenn zwei Knoten sehr nah beieinander sind, so wie die beiden, dann haben die eine relativ hohe Abstoßungskraft. Wenn zwei Knoten weit weg sind, so wie der da und der da, dann haben sie eine relativ niedrige Abstoßungskraft. Und diese Kräfte, also wenn dann noch kein Gleichgewicht erreicht wird, wenn wir einfach erst einmal mit irgendeiner Platzierung, mit einer zufälligen Platzierung oder mit einer plausibel erscheinenden Platzierung beginnen, dann sagen uns die Kräfte, das Kräftegleichgewicht, wohin das zeigt, also sozusagen, wo der Überschuss an Kräften ist, sagt uns das, sagt es dem Algorithmus, wohin er die einzelnen Knoten versuchsweise anders platzieren sollte, damit die gesamte potenzielle Energie, die in dem System drin ist, möglichst verringert wird. Also ich appelliere da an Ihre Vorkenntnisse aus der Schulphysik. Ich hoffe, dass das okay ist. So. Das heißt also, die Abstoßungskraft zwischen einem Paar von irgendwelchen Elementen, Knoten, 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 Kante, 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 das ergibt sich daraus, wie die beiden Elemente in der Ebene platziert sind. Das definiert die aktuell wirkende, in dieser Platzierung wirkende Abstoßungskraft und alles zusammen ergibt die gesamtpotenzielle Energie, die wir minimieren wollen. Und bei einer Kante, die Platzierung einer Kante in der Ebene heißt, die ergibt sich natürlich aus der Platzierung der beiden Endknoten. Denn wenn die beiden Endknoten platziert sind, wenn ihnen Koordinaten zugeordnet sind, dadurch, dass wir hier in diesem Modell sagen, die Kanten sind immer gerade Linien, gerade Strecken, dadurch ergibt sich natürlich die Platzierung der Kanten. In anderen Situationen denken Sie an Fahrpläne von U-Bahn oder Ähnlichem in der Stadt, wo Sie typischerweise keine geraden Strecken zwischen den Endpunkten haben, sondern horizontal, vertikal und diagonal, nicht? Solche Fahrpläne haben Sie schon oft genug gesehen. Und diagonal tatsächlich auch mit 45 Grad Winkel. Da wäre das natürlich nochmal anders zu überlegen, wie man das macht. Nur als ein anderes Beispiel. So. Und die Abstoßungskraft soll natürlich umso stärker wirken. Stellen Sie sich eine Feder vor. Zwei Knoten sind durch eine Feder miteinander verbunden, also eine Sprungfeder. Und je enger Sie die beiden Knoten packen, umso größer wird die Abstoßungskraft. Das ist sozusagen die physikalische Intuition dahinter. Je näher die beiden Elemente, die sich abstoßen wollen, beieinander sind, umso größer ist die Abstoßungskraft. Sind aber natürlich mit der Modellierung noch nicht fertig, denn wenn wir nur Abstoßungskräfte haben, gibt es kein Gleichgewicht der Kräfte. Der Mathematiker würde sagen, natürlich gibt es das Gleichgewicht der Kräfte, aber erst im Unendlichen erreicht. Für uns hier ist, ja, bedeutet, dass dadurch, dass die Abstoßungskräfte nur existieren, keine Anziehungskräfte, im bisherigen Modell heißt das, je weiter die einzelnen Elemente auseinanderdriften, umso geringer werden die Abstoßungskräfte, umso geringer wird die potenzielle Energie. Also was immer wir rauskriegen, das hier kriegen wir sicherlich nicht raus, wenn wir nur Abstoßungskräfte drin haben. Also müssen wir noch zusätzlich Anziehungskräfte definieren.
Was macht Sinn, Anziehungskräfte zu definieren? Wenn zwei Knoten nichts miteinander gemeinsam haben, sollen sie sich nicht anziehen. Warum denn auch? Wenn zwei Kanten sie nichts miteinander gemeinsam haben, sollen sie sich auch nicht anziehen. Wozu denn auch? Also was macht Sinn, Anziehungskräfte darauf zu definieren? Natürlich Knoten, die durch eine Kante miteinander verbunden sind. So dass wir, wenn wir jetzt hier hingehen, sodass also auch logisch ist, warum das Bild so aussieht. Knoten, die nichts miteinander gemeinsam haben, ich bleibe jetzt nur mal bei Knoten, die keine Kante gemeinsam haben, die werden potenziell auseinandergetrieben. Knoten, die eine Kante gemeinsam haben, werden potenziell zusammengetrieben. Das heißt also, in der Tendenz, wenn der Algorithmus das richtig macht, zu einem vernünftigen Lösung mit geringer potenzieller Energie zu kommen, dann wird sich ein Bild ergeben, so wie hier, dass eben Knoten, die eine Kante gemeinsam haben, eng miteinander verbunden sind. Und wenn Knoten hier, so wie hier, drei Knoten jeweils durch Kante verbunden sind, dass die gemeinsamen Anziehungskräfte das Ganze vielleicht doch noch mal ein bisschen näher zusammenziehen, als wenn hier nur eine Kante wäre oder so etwas. So, wo sind wir jetzt hier? Also, das Ganze, die Kanten sind dann, so wie das Bild auch das demonstriert, vergleichbar mit Knoten, die nicht durch eine Kante verbunden sind. Das haben wir jetzt als Lückenfüller eingebaut, um überhaupt ein Equilibrium zu haben, ein Gleichgewicht hinzubekommen, was aber natürlich auch für sich genommen durchaus eine sinnvolle Sache ist. So, wie sollten wir diese Abstoßungs- und Anziehungskräfte definieren, damit wir ein Gleichgewicht hinbekommen? Also ganz allgemein, wenn wir jetzt erstmal zwei Knoten hernehmen, da haben wir ja sowohl Abstoßungskräfte bei den Knoten, die nicht durch Kante verbunden sind, als auch Anziehungskräfte bei den Knoten, die durch eine Kante verbunden sind. Dann haben wir, das sollte eine echt wachsende, oder nein, Entschuldigung, eine echt monotone Funktion, nicht unbedingt wachsende Funktion im euklidischen Abstand sein. Also die Anziehungskraft sollte, denken Sie jetzt an eine Feder, die aus ihrer Ruhelage auseinandergezogen wird. Also je weiter die beiden Knoten, durch eine Kante verbunden sind und daher eine Anzugskraft haben, je weiter die auseinander sind, umso stärker wirkt die Federkraft, dass die wieder zusammengeführt werden. Und für eine Abstoßungskraft natürlich, je weiter die beiden Elemente, die sich abstoßen wollen, auseinander sind, umso geringer sollte die Abstoßungskraft sein. Logisch. Wenn zwei Knoten schon weit auseinander sind, warum sollen die noch eine große Abstoßungskraft haben? Welchen Sinn soll das haben? So, aus der Physik kann man entlehnen, dass man zum Beispiel mit der quadratischen Funktion da arbeitet. Wichtig an der Sache ist, dass die Funktion dass die Funktion superlinear ist, dass sie größer ist, schneller wächst als die Identität. Denn das können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt das Modell hernehmen, so das ganze Bild hernehmen und sich wieder so als so ein physikalisches Gebilde vorstellen, wo die einzelnen Knoten aneinander hängen, durch Anziehungs- und Abstoßungskräfte miteinander immateriell verbunden sind. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie dieses Bild immer weiter zusammendrängen, immer weiter komprimieren, in Richtung eines einzelnen Punktes hin sozusagen, dann werden durch, wenn wir so eine Anziehungskräfte und Abstoßungskräfte haben wie x Quadrat, wie quadratisch, dann werden irgendwann die Abstoßungskräfte übermächtig. Und
an diesem Punkt ist das Equilibrium erreicht. Umgekehrt, wenn Sie sich vorstellen, Sie ziehen dieses ganze Gebilde ins Unendliche auseinander, immer, immer weiter auseinander, dann werden irgendwann die Anziehungskräfte stärker werden als die Abstoßungskräfte. Wir wissen nicht wann, aber irgendwann wird das so der Fall sein und dann ist auch das Equilibrium sozusagen erreicht. Das heißt also, mit solchen Kräften können wir verhindern, dass das ganze Bild kollabiert zu einem einzelnen Punkt, beziehungsweise im Gegenteil ins Unendliche auseinanderdriftet. So, was wir hier nicht weiter betrachten, was über die Modellierung eigentlich hinausgeht, was man dann wirklich experimentell betrachten muss, was auch abhängig ist von dem gewählten algorithmischen Ansatz, dass wir die Gewichte, die Gewichtsfaktoren finden für alle diese Kräfte. Gut, das ist eigentlich hier überflüssig, denn wenn wir die Kräfte entsprechend so wählen, wie ich es hier so vorgeschlagen habe, so wie hier, kann das eigentlich nicht passieren, dass das Ganze zu einer Singularität führt. Es wird ein Equilibrium da sein, aber wir müssen natürlich die einzelnen Kräfte relativ zueinander definieren. Wie wichtig ist es, dass die Winkel nicht zu klein sind? Wie wichtig ist es, dass Knoten, die nichts miteinander zu tun haben, weit weg sind? Das wird man sicherlich experimentell austarieren müssen. Das ist jenseits einer Veranstaltung über algorithmische Modellierung. Algorithmen, die sowas gut hinkriegen, das gibt es dann im Wintersemester in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen bei mir. Also hier geht es ja im Sommersemester um die algorithmische Modellierung. Und wenn wir die Modellierung hingekriegt haben, und das haben wir hier in diesem Punkt, dann sind wir fertig. Nicht ganz fertig für Sie, denn da hängt noch eine Übungsaufgabe dran auf dem vierten Übungsblatt. Ich glaube, die Nummer 2, weiß ich jetzt nicht genau. So, damit sind wir mit diesem Beispiel Graphenzeichnen für heute erst einmal durch. Haben Sie an dieser Stelle Fragen? Gut, wenn das nicht ist, kommen wir zu dem nächsten Beispiel, was völlig anders gelagert ist. Wir hatten schon mal das Thema DNA-Sequenzen von Individuen eigentlich, Vergleich von DNA-Sequenzen. Zwei große Anwendungsgebiete oder einerseits Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen zwischen einzelnen Individuen derselben Spezies. Ja, denken Sie an Vaterschaftstest oder denken Sie an irgendwelche Sachen, wie festzustellen, ob irgendjemand verwandt ist mit der Zarenfamilie oder solche Dinge. Sachen, die immer mal in den Medien sind, dass jemand behauptet, verwandt zu sein mit irgendjemandem anders, einstmals reichen und mächtigen Familie und dass man das eben durch Vergleich der DNA-Sequenzen vielleicht rauskriegen kann. Das ist eine, DNA-Sequenzen verschiedener Menschen meistens, nicht? Und das andere ist DNA-Sequenzen von verschiedenen Spezies, gibt es natürlich nicht, sondern gemeint ist natürlich, man nimmt sich von jeder Spezies, von jeder Art ein Individuum her, oder auch mehrere meinetwegen, und die DNA-Sequenzen, und die nimmt man als Repräsentanten für diese Spezies und wendet darauf Vergleiche an, vergleicht zum Beispiel den Menschen mit verschiedenen Menschenaffenarten und kommt zu Ergebnissen, die nicht etwas beschämend sind für die Spezies, die sich Homo sapiens nennt. Das wissen Sie ja alles aus der populären Wissenschaft. So. Jetzt kommen wir zu etwas, was Sie in dem Biologieunterricht sicherlich gesehen haben, nämlich den phylogenetischen Baum zu rekonstruieren von einer Menge von Spezies. Alle Spezies oder eine Auswahl oder die, die man kennt. Abstammungsbaum,
nicht? Das kennen Sie von den allerersten, einfachsten Lebewesen. Verzweigt sich das immer weiter und weiter in die verschiedenen Arten, in die schon ausgestorbenen Arten oder in Arten, die eben nicht ausgestorben sind. Das ist die Phylogenese, wie sich die Spezies entwickelt haben. Das ist generell nicht nur in der Biologie das Wortpaar Ontogenese, Phylogenese. Ontogenese ist Entwicklung des Individuums, Phylogenese Entwicklung, ja, der Gesamtheit des Genres, der Genres, was auch immer. So, wir wollen also einen Wurzelbaum haben. Der uns sagt, wie die Arten sich auseinanderentwickelt haben. Also auseinander im Sinne von sich immer weiter separieren, nicht im Sinne von einer Art hat sich aus einer anderen entwickelt, obwohl man es auch so sagen kann, aber man muss dann natürlich die Arten, die früher gelebt haben, mit dabei ins Spiel reden. So, das Wichtigste, was wir haben, sind dann DNA-Sequenzen, vielleicht bei ausgestorbenen Arten nur noch Teile von DNA-Sequenzen. Es gibt natürlich noch weitere Informationen dazu. Ja, aber Sie können natürlich auch Merkmale, physische Merkmale etwa der Spezies heranziehen zum Vergleich, um zu sehen, wenn verschiedene Spezies gewisse Merkmale gemeinsam haben, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die vielleicht miteinander verwandt sind. Aber denken Sie etwa an das Merkmal, dass die Individuen einer Spezies Flügel haben und fliegen können. Ja, Vögel versus Fledermäuse. Also nur weil Spezies Merkmale gemeinsam haben, müssen sie noch lange nicht eng miteinander verwandt sein. So, was wir tun können, ist dann diese Rank Numbers, die wir betrachtet haben, also wie nah, ein Maß dafür, wie nah zwei DNA-Sequenzen, wie ähnlich sie sich sind, wie nah sie zueinander sind, die als Maßstab herzunehmen und als Basis, um den Baum zu bauen. Das Problem ist erst einmal natürlich, so ganz einfach ist es nicht. Wir haben in diesen Informationen, die wir hier drin haben, egal ob das jetzt die DNA-Sequenz im Vergleich sind oder was ich sagte, Flügel und fliegen können und ähnliches, solche Merkmale, das sind ungerichtete Relationen, während wir eigentlich einen gerichteten Baum haben wollen. Und natürlich das weit überwiegende Problem ist, dass wir im Grunde nur die Blätter des Baumes kennen, weitgehend. Ja, Sie kennen die Sache, was weiß ich, eine Mücke hat einen Dinosaurier gestochen, ist dann kurz danach in einem Tropfen Bernstein eingeschlossen worden und dann findet man in der Mücke dann die DNA-Sequenz, DNA oder Teile der DNA-Sequenz von dem gestochenen Dinosaurier und solche Sachen haben Sie sicherlich von gehört, aber das sind, soweit ich weiß, nur einzelne Zufallstreffer, wo man mal ein klein bisschen Informationen hat über ausgestorbene Arten. Also das Wort extinct, ausgelöscht. So nach meinem Sprachverständnis ist das Wort, das man im Englischen da verwendet für ausgestorben im Deutschen. So, also etwas bescheidener. Auch hier wieder. Es ist immer wieder im Grunde dasselbe. Ja? Sie haben eine echte Zielsetzung, wobei man das Wort real hier vielleicht sogar schon in Anführungszeichen setzen muss. Aber Sie haben im Prinzip eine reale Zielsetzung, die Sie aber nicht ordentlich behandeln können, die Sie nicht formalisieren können und nichts. Und Sie versuchen, die anzunähern durch etwas, was plausibel ist. Und insbesondere mathematisch gut handhabbar, mathematically well tractable. Dass sie da dann wieder in die schöne Welt der Mathematik zurückkehren können. Okay, ich sehe ein, nicht für jeden ist Mathematik eine schöne Welt.
So, und wenn wir dieses Problem lösen, also immer dasselbe, nicht, dann können wir nicht sicher sagen, ob wir das ursprüngliche Problem gelöst haben. Sondern wir können, wenn wir ehrlich sind, nur sagen, so, das erscheint uns als die grobe Einschätzung, wie der Abstammungsbaum wirklich aussehen mag. Die Biologen können dann hergehen und etwa solche Dinge wie physiologische Merkmale hinzunehmen als Plausibilitätstest, inwieweit das, was wir ihnen liefern, dann tatsächlich stimmt oder nicht stimmt, als Gegencheck. Und dann, wenn das alles miteinander übereinstimmt, wunderbar. Wenn es nicht übereinstimmt, muss man dann halt sehen, was man damit macht. So, wie gehen wir bei sowas vor? Wie kann man bei sowas vorgehen? Also die unbekannten, ausgestorbenen Spezies, ja, von denen wissen wir ja nicht mal, ob sie es existiert haben oder nicht. Wir wissen gar nichts oder nicht viel dafür, nur punktuelle Informationen. Was sind denn die aktuell Lebenden? Current ist, glaube ich, weiß nicht, ist current ein gutes englisches Wort an dieser Stelle? Die momentan noch nicht ausgestorbenen Arten, vielleicht so formuliert. Das sind im Grunde die Blätter, nicht? Des Baumes, den wir konstruieren wollen. Denn das ist der Schnappschuss, den wir heute sehen bekommen. Das heißt also, jeder von denen hat einen Vorgänger, der ausgestorben ist, wenn man so will. Also dementsprechend ein anonymer Knoten ist. Diese anonymen Knoten, die für unbekannte Arten stehen. Und da können wir Fehler machen an dieser Stelle, indem wir indem wir uns auf den Vergleich der DNA-Sequenzen verlassen, ohne dass es gerechtfertigt ist. So, die anonymen Knoten sind dann die internen Knoten, also alle Baumknoten, die nicht Blätter sind. Und jeder innere Knoten ist dann eine Gabelung. Das heißt also, wir haben jeder innere Knoten, außer der Wurzel, ist adjazent zu genau drei anderen Knoten, zwei Nachfolger und einen Vorgänger. Und die Nachfolger sind vielleicht nicht anonym, weil es Blätter sind. Und der eine Vorgänger ist natürlich auch wieder eine ausgestorbene, nicht ganz bekannte Art. Selten mal vielleicht an einzelnen Stellen doch was Bekanntes. So, hier kommen jetzt die Fehler hinein. Unvermeidbar. Natürlich kann man mit geologischem Wissen und sonstigem Wissen versuchen, entweder diese Fehler von vornherein im Prozess zu korrigieren, das mehr Wissen hineintun in den Entstehungsprozess oder hinterher das Ergebnis gegenchecken mit zusätzlichem Wissen. Aber hier haben wir eine prinzipiell nicht vermeidbare Fehlerquelle. Mutationen, aus denen sich Arten entwickeln, passieren durch verschiedenste Einflüsse mehr oder weniger zufällig. Also es mag sein, dass das alles wirklich in Wirklichkeit deterministisch passiert, aber für uns, die wir nicht das vollständige Wissen haben über die ganzen einzelnen Prozesse, die da ablaufen, sieht es so aus wie ein stochastischer Prozess und nur als solchen können wir ihn eigentlich für den ganzen Prozess, die Evolution, vernünftig modellieren. Das heißt, dass zu jedem Zeitpunkt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Mutation stattfindet. Der Punkt ist, soweit ich weiß, nicht kritisch. Das ist schon gerechtfertigt.
dass man sagt, dass dieser stochastische Prozess, der in der Evolution zu neuen Arten, zu neuen Arten führt, dass der nicht von der Vorgeschichte des Prozesses abhängt. Das heißt also, wenn in einem gewissen Zeitpunkt eine Mutation stattfindet, ob die stattfindet oder nicht, das hat nichts zu tun mit der Vorgeschichte, wie es zu diesem Art, zu diesem Individuum, in dem diese Mutation stattfindet, wie es dahin gekommen ist. Information dazu, ich weiß nicht, inwieweit Sie das in der Mathematik sehen, solche gedächtnislosen Prozesse finden Sie immer unter dem Begriff Markov-Prozesse. Das sind Prozesse, bei zufällige Prozesse, irgendeine Größe ändert sich in der Zeit zufällig und wenn die gedächtnislos ist, das heißt, wenn das, was als nächstes passiert, völlig unabhängig ist von allen, nur abhängig von dem, was jetzt gerade ist und völlig unabhängig von allem, was früher passiert ist, also der einfachste denkbare Fall, dann ist das eine Markov-Kette, ein Markov-Prozess. So, das hier ist ganz konkret eine Annahme, die erstmal nicht stimmt. Ja, es hat Zeiten gegeben, in denen die UV-Einstrahlung sehr viel höher war und Zeiten, in denen sie sehr viel niedriger war. Das heißt, eine konstante Durchschnittsrate ist das ist eigentlich nicht valide. Und das gilt nicht nur für die gesamte Erde. Das ließe sich ja noch sicherlich einigermaßen mit geologischen Informationen herausrechnen, dass man weiß, okay, zu gewissen Zeiten gab es höhere Mutationsraten, zu anderen Zeiten gab es geringe Mutationsraten. Aber denken Sie daran, die Situation, wenn diverse Spezies auf einer isolierten Insel leben, dass die sich dann ganz anders weiterentwickeln oder dass unter lokalem Selektionsdruck sich schneller neue Arten entwickeln und so weiter. Das mag man bis zu einem gewissen Grad durch andere Informationen herausrechnen können. Aber zunächst einmal ist das ein systematischer Fehler, den man begeht, indem man davon ausgeht, dass in diesem Prozess die Durchschnittsrate von Mutationen allgemein konstant ist. Aber ein Problem, das sich nicht hundertprozentig lösen lässt. Wie gesagt, man kann sicherlich durch andere Informationen, die man mit hineinbringt, davon abweichen. Kann abschätzen, dass in bestimmten Situationen die Mutationsrate höher war oder weniger hoch war, aber ganz weg wird man davon nicht kommen, dass man hier einen Fehler macht, solange man nicht vollständiges Wissen über die ganzen Determinanten der Mutationsrate in der Erdgeschichte hat. Ja, also, was ist die konstante durchschnittliche Mutationsrate? Das heißt, wenn wir eine Zeitperiode festhalten, beispielsweise ein Zeitfenster von 1 Million Jahre, dann oder von 1.000 Jahren oder von 10 Millionen Jahren oder was auch immer, dann, egal wo dieses Zeitfenster ist, egal wo in der Erdgeschichte wir dieses Zeitfenster anlegen, die erwartete Anzahl von Mutationen ist nur proportional zur Länge dieses Zeitfensters, zur Größe dieses Zeitfensters. Das heißt also, ein Zeitfenster von 10 Millionen Jahren hat 10-mal so hohe erwartete Anzahl von Mutationen wie irgendein Zeitfenster von 1 Million Jahren. Das ist nicht unbedingt gerechtfertigt, wenn die durchschnittliche Mutationsrate sich im Laufe der Zeit ändert. So, wenn dieses probabilistische Modell tatsächlich korrekt wäre, dann wäre der tatsächliche Abstammungsbaum der Evolution, wie eine Evolution passiert ist, warum? Dann wäre dieser echte Abstammungsbaum
und alles, was damit zu tun hat, insbesondere die DNA-Sequenzen der einzelnen Spezies, also von Repräsentanten, dann wären die ein Durchlauf durch diesen stochastischen Prozess. Beziehungsweise man kann hoffen, dass der wahre stochastische Prozess, also es gibt einen stochastischen Prozess, von dem unsere Evolution ein Durchlauf ist und die Hoffnung ist, dass das, was wir so vereinfacht da als stochastischen Prozess hernehmen, ausreichend nah an dem realen stochastischen Prozess ist. Also falls Sie diese Art von stochastischen Prozessen näher interessiert, das sind Poisson-Prozesse und Stichwort Poisson-Verteilung für die tatsächlichen Anzahl der Mutationen, die dabei entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie Poisson-Verteilung im Mathematikstudium gesehen haben. Also die tatsächliche Anzahl von Mutationen in einem Zeitintervall ist verteilt nach der Poisson-Verteilung mit einem gewissen Parameter, der von der Länge des Zeitintervalls abhängt. So. So, wie kommen wir da jetzt hin? Noch sind die DNA-Sequenzen nicht im Spiel. Das ist ja das einzig Echte, was wir haben. Bis jetzt haben wir nur überlegt, was wäre, wenn wir irgendwas wüssten. Wenn wir irgendwelche Anhaltspunkte hätten. Der einzige wirklich vernünftige Anhaltspunkt, systematische Anhaltspunkt, den wir haben, sind die DNA-Sequenzen von Individuen der noch existierenden, noch lebenden Spezies. Kann man das sagen, dass eine Spezies, eine Art noch lebt? Kleiner Semantic Mismatch, oder? Also die noch eben noch nicht ausgelöscht, noch nicht ausgestorben sind. So, diese DNA-Sequenzen von den Blättern des phylogenetischen Baums, die können wir uns hernehmen und können die paarweise miteinander vergleichen, um festzustellen, wie eng oder weit entfernt die Spezies voneinander verwandt sind. Noch eine Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Ja? Wahrscheinlich kein allzu großer Fehler, der hier passiert, aber durchaus noch eine Möglichkeit. Und diese DNA-Sequenzen sind ein Durchlauf, Sample im Englischen, Stichprobe, ein Durchlauf durch den wahren stochastischen Prozess. Und wir vermuten, dass sie ein Durchlauf sind als Arbeitshypothese nehmen wir her, dass diese DNA-Sequenzen das Ergebnis eines Durchlaufes durch diesen idealisierten stochastischen Prozess sind, der hoffentlich nah genug an dem echten stochastischen Prozess ist. So. Wenn Sie sich einen phylogenetischen Baum vorstellen, dann ergibt sich daraus natürlich ein gewisser Nachbarschaftsgrad zwischen den einzelnen Spezies, zwischen den einzelnen Blättern, zwischen einzelnen noch existierenden Spezies. Und was wir jetzt haben wollen, jetzt kommen wir endlich zur Problemstellung, zur eigentlichen Problemstellung. Was wir jetzt haben wollen, ist ein phylogenetischer Baum, sodass die Verwandtschaftsgrade der DNA-Sequenzen im Baum, wie nah die beieinander im Baum sind, möglichst deckungsgleich sind mit den Verwandtschaftsgraden durch die Rank Numbers, die wir schon vor ein paar Terminen am Anfang des Semesters berechnet haben. Das ist die Zielsetzung, einen phylogenetischen Baum bauen, sodass möglichst nah an der, sodass die Nähe, dass die Verwandtschaftsgrade gemäß DNA-Sequenzen möglichst gut übereinstimmen mit den Verwandtschaftsgraden bezüglich, wie weit entfernt sind die im Baum. Und worauf das hinausläuft, prinzipiell, wie man sich das algorithmisch vorstellen kann, auch wenn das nicht Teil dieser Vorlesung ist, über Algorithmen, über algorithmische Ansätze zu philosophieren, will ich vielleicht nur ganz kurz mal was dazu zu zeichnen. Also, na, hat er mich? Ja, hat er.
Also die noch nicht ausgestorbenen Arten sind dann unsere Blätter im Baum. Die male ich einfach mal so auf eine Höhe. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Und dann nehmen wir uns zwei DNA-Sequenzen, also zwei Spezies, die sehr nah beieinander sind. Also es können, die haben wir vielleicht schon so sortiert, dass die hier auch im Baum nah beieinander sind. Das könnten die beiden hier sein. Ich greife einfach mal willkürlich etwas heraus. Und dann sagen wir, okay, das sind die beiden am engsten benachbarten DNA-Sequenzen, also mit überhaupt. Die werden wohl einen gemeinsamen Vorfahren haben, unmittelbar. Die werden wohl einen gemeinsamen Vorgänger im Baum haben. Das spielt hier nochmal. Vielleicht sind die beiden jetzt die beiden nächsten. Dann hätten wir hier die Situation. Vielleicht hier nochmal. Das wären jetzt die beiden nächsten. Aber hier nehmen wir uns jetzt bei den inneren Knoten für anonyme ausgestorbene Spezies. Das klingt fast wie irgendwie anonyme Hilfsgruppen, nicht? Anonyme ausgestorbene Spezies. Die sitzen dann in einem Kreis und reden miteinander. Nee, falsches Bild. Da schätzen wir die DNA-Sequenz ein, indem wir einfach irgendeine Art von Mittelwert nehmen zwischen den DNA-Sequenzen der beiden noch nicht ausgelöschten Spezies, irgendeine Art von mittlerer DNA-Sequenz. Und damit sind diese auch im Spiel mit diesen mittleren DNA-Sequenzen. Und es kann durchaus passieren, dass man sagt, okay, die DNA-Sequenz von dem Knoten hier, von der noch nicht ausgelöschten Art und die DNA-Sequenz von dieser angenommenen Art, das ist jetzt das Paar, was am nächsten beieinander ist. Da gehen wir davon aus, dass die einen gemeinsamen Vorfahren haben. So, und dann sehen Sie, natürlich auch hat auch diese angenommene fiktive Spezies wieder eine gemittelte DNA-Sequenz zwischen den DNA-Sequenzen der beiden Vorgänger. Und dann sehen Sie, dass sich dann so nach und nach auf diese Art und Weise ein Baum aufbaut, der dann am Ende dieses Prozesses zu einer Wurzel führt. Weil auf jeder Ebene werden ja die Anzahl der Knoten immer kleiner. Das heißt also, nach endlich vielen Ebenen haben Sie oben eine Wurzel. So etwa kann man sich diese Entstehung eines solchen phylogenetischen Baums vorstellen. Das ist eigentlich eine natürliche Sache, nicht? So. Halt, hier waren wir schon. Ach so, ich muss wieder auf Vollbild einschalten. So. Die Wurzel hatte ich schon gesagt, die hat natürlich keinen unmittelbaren Vorgänger, aber das ist natürlich keine große Sache. Das stochastische Modell entspricht natürlich nicht dem tatsächlichen stochastischen Prozess. Und das ist der erste ein Fehler, den wir machen. Ein weiterer Fehler, den wir machen, ist, dass wir nur einen Durchlauf haben. Es gibt nur eine Evolution bisher auf diesem Planeten. Nur einen Durchlauf durch diesen stochastischen Prozess. Und wenn wir von einem Beispiel auf die Gesamtheit schließen, auf den stochastischen Prozess schließen, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt fehlerfrei. So, also, es gibt zunächst einmal keine Evidenz dafür, dass das, was wir da konstruiert haben, tatsächlich der echte phylogenetische Baum ist, auch keine Evidenz dafür, wie weit wir daneben geschossen haben. Hatte ich schon mehrfach gesagt, man hat natürlich noch mehr Informationen außerhalb dieses Konstruktionsprozesses, die man verwenden kann, um entweder im Konstruktionsprozess die Entscheidungen zu verbessern, was man jetzt womit zusammenfügt, oder nachdem der Konstruktionsprozess gelaufen ist, dass man diese zusätzlichen Informationen aus der Biologie, aus der Geologie und so weiter, dass man die nachträglich hernimmt, um zu überprüfen,
ob der phylogenetische Baum, den wir so konstruiert haben, plausibel ist, korrekt sein kann oder ob da Nachbesserungen möglich sind. Das ist hier eine generelle Sache, eigentlich eine Aussage, die die gesamte Informatik betrifft. Das wissen Sie ja sicherlich auch, dass oft genug Informatiklösungen, wenn Informatiklösungen, IT-Lösungen angewendet werden, dass die Anwender sich nicht klar machen über die Begrenztheit der Lösungen. Denken Sie an solche unangenehmen Sachen wie Schufa-Eintrag, wo Sie immer mal wieder in den Medien lesen, dass Leute ungerecht behandelt werden, weil sie ein Merkmal gemeinsam haben, eigentlich irrelevantes Merkmal gemeinsam haben mit vielen Leuten, die schlechte Kreditrisiken sind. Die Schufa angeblich nicht, behaupten sie, aber einige andere Kreditauskunftsteilen nehmen auch beispielsweise den Wohnort als Kriterium. Das heißt also, wenn Sie in einer Straße wohnen, wo es schon viele Kreditausfälle gegeben hat, dann würden Sie bei der so einer Kreditauskunftei entsprechend einen schlechteren Score kriegen. Ja. Und dass der Punkt eben ist der, dass die Leute, die auf solch einer Basisentscheidung treffen, eben das als die Wahrheit hernehmen, obwohl es nicht die Wahrheit sein muss. Genauso wie hier, das ist jetzt nur ein Beispiel mit Kreditwürdigkeit. Es gibt unzählige Beispiele irgendwelcher Art, dass man das, was die IT-Lösung sagt, dass man dem hundertprozentiges Vertrauen schenkt, was nicht unbedingt gewährleistet ist. Das ist dann aber letztendlich eine Frage, die nicht mehr in die algorithmische Modellierung hineingehört, sondern auch eine allgemeine arbeitsethische Frage, eine Frage des Arbeitsethos, das Sie dann später haben werden. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit dem Thema. Gut. Nächste beispielhafte Problemstellung. Also Sie sehen schon, dieses Kapitel ist ein bisschen mehr informeller Natur. Ein paar weitere Themen, von denen ich hoffe, dass sie interessant sind. Wir werden dann danach wieder mit formaleren Thematiken weitermachen. So, was sind Färbungsprobleme, Coloring Problems? Das ist eine ganz einfache Geschichte im Prinzip. Der klassische Ausgangspunkt ist das hier. Gegeben eine Landkarte, Map, heißt ja unter anderem auch Landkarte. Gegeben eine Landkarte mit irgendwelchen Ländern oder sonstigen Flächen, wie beispielsweise Wasserflächen, finde eine Färbung jedes einzelnen Landes oder was immer sonst die Fläche beinhaltet, finde eine Färbung jedes einzelnen Landes mit möglichst wenigen Farben. Sie sehen hier, dass man das durchaus auch nochmal genau spezifizieren muss, wenn zwei Länder, so wie hier, nur einen Punkt gemeinsam haben, ob sie dann mit derselben Farbe gefärbt werden dürfen oder nicht. Hier ist die Entscheidung ja, sie dürfen gefärbt werden. Ja, denken Sie an Afrika und Nahen Osten oder so. Da gibt es schon einige Stellen, wo vier Länder zusammenkommen. Also das ist schon etwas nicht ganz unrealistisch, so eine Situation. Sie kennen sicherlich von irgendwoher, ich weiß nicht, Schule, populäre Medien oder sonst wo, wissen Sie, mit wie vielen Farben man garantiert auskommt? Bitte? Mit vier Farben, ja? Genau. Wobei das natürlich eine Frage der Oberfläche ist. Ja, auf der Ebene bzw. auf der Kugel kommen sie mit vier Farben aus. Man kann beweisen, auf einem Torus, also auf so einem schönen Autoreifen, braucht man sieben Farben im schlimmsten Fall. Da kommt man nicht mit vier Farben aus. Und dann für komplexer strukturierte Oberflächen dann entsprechend noch mehr.
So, das hat eine interessante Geschichte, die Sache mit den vier Farben. Irgendwann im 19. Jahrhundert hat man bewiesen, mit einem relativ einfachen Beweis, mit einem konstruktiven Beweis, der auch einen Algorithmus gegeben hat, dass man immer mit vier Farben auskommt, bis man dann ein paar Jahrzehnte später festgestellt hat, ups, der Beweis beweist nicht, dass man mit vier Farben auskommt, sondern der Beweis beweist nur, dass man mit höchstens fünf Farben auskommt. Also das ist auch einfach. Also eine Landkarte mit fünf Farben zu färben, das ist auch ein einfacher Algorithmus. Und dann hat man Ewigkeiten, viele Jahrzehnte dran rumgebastelt, wie kriegt man das hin, zu beweisen, dass man mit vier Farben immer auskommt oder gegebenenfalls zu beweisen, Beispiele zu finden, bei denen man nicht mit vier Farben auskommt. Und wann war das? 1976 wurde dann tatsächlich ein Beweis gefunden, der für seine Zeit damals eine Revolution war, also für massive Kontroversen, wenn nicht für einen Skandal gesorgt hat, nämlich es war ein Computerbeweis. Und zwar dahingehend, dass eine riesengroße Zahl, ich glaube so um die 2000, einzelne Graphen identifiziert worden sind, einzelne Beispiele identifiziert worden sind, größere, recht große Beispiele teilweise, und man beweisen konnte, wenn diese endliche Menge an Graphen vierfärbbar ist, dann ist jeder andere Landkarte ebenfalls vierfärbbar. Und diese Beispiele durchzunudeln, die eben teilweise auch sehr groß war, das hat man mit dem Computerprogramm. Und das mag man vielleicht heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Das war eine riesige Kontroverse, ob man so etwas, einen Beweis, den man nicht Punkt für Punkt, den der menschliche Intellekt nicht Punkt für Punkt selber nachvollziehen kann, weil es einfach zu viel ist, ob man das als einen Beweis gelten lässt oder ob man das nicht als einen Beweis gelten lässt. Gab auch viele, die das nie akzeptiert haben als einen Beweis, aber inzwischen hat sich durchgesetzt, dass man diese Art von Beweisen gelten lässt. Es sind viele weitere grundlegende mathematische Fragestellungen auf so eine Art bewiesen worden. Beim Vierfärben haben andere Leute in den 90er Jahren, wer war das, Robertson, Seymour Thomas, haben dann die Anzahl der Beispiele, die man durchrechnen muss, nochmal massiv reduziert, aber immer noch zu viele, dass man immer noch nicht ohne Computerbeweis auskommt. Also inzwischen hat man akzeptiert, dass man Beweise auch so führen darf. Aber das Problem ist dabei auch, wenn der Beweis so kompliziert ist, dass kein Mensch den durchgehen kann, können Sie sich vorstellen, dass das auch nicht unbedingt zu einem einfach zu implementierenden Algorithmus führt, dieser Computerbeweis. Also ein einfacher Algorithmus um jede Landkarte mit vier Farben zu färben, steht noch aus. So, also die Problemdefinition sollte klar sein, und um die Sachen handhabbar zu machen, geht man natürlich über zu so einem Graphen, planare Graphen wieder. Für jedes Land haben sie einen Knoten. Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn die beiden benachbart sind. Und hier sehen Sie auch die Sache mit der Planarität. Würde man sagen, dass diese beiden Länder benachbart sind und auch diese beiden Länder benachbart sind, dann hätten Sie hier eine Kreuzung von Kanten. Sie hätten keine planare Einbettung mehr. Im Allgemeinen wäre der Graph auch nicht mehr planar einbettbar. Und was man tatsächlich beweisen kann, ist die einfache Variante aus dem 19. Jahrhundert mit fünf Farben, beziehungsweise die komplizierte Variante aus dem 20. Jahrhundert mit vier Farben. Das ist eine Aussage über planare Graphen, über so Gebilde wie rechts, über kreuzungsfrei in die Ebene einbettbare Graphen. Da kann man sagen, wenn wir in diesem Sinne, wie das hier angedeutet ist, färben, ja, zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, müssen unterschiedliche Farben haben. Und der Graph ist planar, dass man dann mit vier Farben auf jeden Fall auskommt und auf einfache Art und Weise mit fünf Farben auskommt. Das ist eigentlich
das mathematische Resultat, was sich dann natürlich 1 zu 1 wieder zurücküberträgt auf Landkarten unter der Annahme, dass zwei solche Länder nicht benachbart sind. So, achso, das ist nochmal der Punkt, den ich hier angesprochen habe, dass die eben nicht miteinander benachbart sind, haben wir eben besprochen. So, das ist das allgemeine Färbungsproblem. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir darauf reduzieren können, auf das allgemeine Färbungsproblem. Ja, wir hatten ein ganzes Kapitel, dass wir alles Mögliche auf kürzeste Wege nach dem Dijkstra-Modell reduzieren können. Hier sind wir ja dabei, dass wir Verschiedenes auf Verschiedenes reduzieren können. Färbungsproblem ist das Problem, auf das wir anderes reduzieren können. Wir hatten schon Timetabling, Stundenplanerstellung. Das hatten wir als ein Beispiel dafür, was wir so alles in OPL basteln können. Jetzt ist es ein Beispiel dafür, was wir als ein Färbungsproblem darstellen können. So, was haben wir denn hier? Was war nochmal der Input? Wir haben Zeitslots, ja, an der TU Darmstadt von 8 Uhr bis 9.40 Uhr, von 9.50 Uhr bis irgendwas und so weiter. 11.30 Uhr, glaube ich, von 11.40 Uhr bis irgendwas. Will ich jetzt gar nicht genau versuchen herauszukriegen, wie jetzt genau die Slots sind. Vergesse ich immer wieder. Zeitslots plus Räume. Ja, das ist das, was wir haben. Slots hier, Zeiten und Räume. Wir haben allgemein irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Sachen. Zum Beispiel die Lehrveranstaltung, die wir auf Zeiten und Räume verteilen. Und wir hatten sowas wie eine Konfliktmatrix zwischen den Lehrveranstaltungsterminen. Das haben wir hier dann natürlich aus. Wir haben für Paare von Lehrveranstaltungen ein Konflikt, wenn die nicht gleichzeitig irgendwie geplant werden dürfen. Und wenn zwei Lehrveranstaltungen im Konflikt sind, eben dürfen sie nicht zur selben Zeit geplant werden. Das heißt also, sie müssen, wenn die Zeiten Farben sind, dann müssen sie verschiedene Farben bekommen. Das ist nochmal schriftlich, die Reduktion. Jede Lehrveranstaltung, was immer sonst zu modellieren ist, ist ein Knoten in diesem ungerichteten Graphen. Und wenn Sie einen Konflikt haben, zwei Knoten einen Konflikt haben, dann sind sie durch eine Kante verbunden. Und das, was wir denen zueignen, das sind die Farben. Färbungsprobleme kann man noch stark variieren. Sie haben potenziell Kapazitäten. Das heißt also, dass sie nicht nur eine, dass sie mit einer Farbe nicht nur ein, dass sie nicht beliebig viele mit einer Farbe färben können oder umgekehrt, dass sie nicht einer gegebenen Lehrveranstaltung nicht beliebige Farben geben können, sondern nur bestimmte Farben und so weiter. Und wenn wir solche Variationen drin haben, dann kommen wir zum Beispiel, auch wieder nur ein Beispiel, eine andere Problemstellung, die wir als Färbungsproblem modellieren können. Das will ich jetzt auch wieder anhand der Zeichnung machen. Das heißt, ich will eine neue Seite haben. Folgendes, es geht um Mobilfunkstationen und Frequenzen. Die Situation ist in der Wahrheit natürlich viel komplizierter, das ist nur eine idealisierte Situation. Sie haben jetzt verschiedene Mobilfunkstationen mehr oder weniger nah beieinander. In so einer Stadt wie Darmstadt relativ nah beieinander und natürlich überlappen sich Sie wissen, was ich meine. Diese Bereiche überlappen sich massiv. Ja, okay, das war jetzt nicht so massiv, wie ich wollte. So, hier überlappen sie sich, kann man das sehen? Ja, hier ist vielleicht noch eine Senderstation und hier ist eine so.
So, also die überlappen sich natürlich massiv. Und wenn zwei Sendestationen sich so überlappen, dann dürfen sie natürlich nicht auf derselben Frequenz mit irgendwelchen Mobilfunkgeräten kommunizieren, sonst gibt es Wirrwarr. Also wie gesagt, die Situation ist in Wirklichkeit komplexer, aber so in erster Näherung. Und damit gibt es bei den Frequenzen eine Inkompatibilität. Es gibt Konflikte. Ja? Wenn sich zwei überlappen, dann sind sie in Konflikt. Sie dürfen keine Frequenz gleichzeitig benutzen. Und genau darum geht es. Also, Sie erinnern sich daran, dass das Wort Handy im Englischen etwas anderes bedeutet. So dass Sie also, wenn Sie im englischsprachigen Bereich sich bewegen und von Ihrem Handy sprechen, dann sicherlich Irritationen erzeugen. Im Englischen haben Sie Cellphone oder Mobile Phone. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Cellphone ist, glaube ich, britisch-englisch und Mobile Phone amerikanisches Englisch, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Okay, danke. So, wenn also da rumtelefoniert wird, dann gibt es eine Verbindung zur freundlichen Mobilfunkstation in der Nähe über eine Frequenz. Und diese Frequenz ist dann, stimmt meines Wissens auch nicht so hundertprozentig genau, aber so in erster Näherung stimmt's, ist dann für diese Verbindung reserviert. Wir haben natürlich nur eine endliche Zahl von Frequenzen, die überhaupt da vergeben sind für einen Mobilfunkanbieter, die er sich ersteigert hat. Und wir haben die Situation, wie ich sie eben auf dem Bild gezeichnet habe, dass wir natürlich einen massiven Überlapp der Sendebereiche haben müssen und dass wir hier die Inkompatibilität haben, dass die verschiedenen Frequenzen, dass eine Frequenz nicht von zwei Mobilfunkstationen gleichzeitig verwendet werden kann, die in deren Sendebereiche sich überlappen. So. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist das hier im Prinzip auch nochmal. Die Mobilfunkstationen sind die Knoten. Wir haben eine Kante, wenn die Bereiche sich überlappen. Die Farben, die wir zuordnen, sind die Frequenzen. Das heißt also, wir haben eine Art von verallgemeinertes Färbungsproblem, wo wir jetzt einen ungerichteten Graphen haben. Die Knoten, wie gesagt, die Mobilfunkstationen. Die Kanten drücken die Inkompatibilitäten aus. Wir haben jetzt Frequenzen, das sind unsere Farben. Und wir haben jetzt für jeden Knoten eine gewisse Anzahl von Frequenzen, die diese Mobilfunkstation braucht und was wir, wenn möglich, erreichen wollen oder möglichst nah rankommen wollen, auch wenn wir es nicht ganz hundertprozentig hinkriegen, dass wir für jeden Knoten eine Menge von Frequenzen haben, sodass nach Möglichkeit die Anzahl der Frequenzen, die dieser Knoten bekommt, so viele sind, wie gebraucht werden und keine Frequenz von zwei benachbarten Mobilfunkstationen verwendet wird. Das ist natürlich nicht die gesamte Geschichte. Wir wissen natürlich nicht im Voraus, was da so für Anforderungen kommen, wann Telefonate reinkommen, wann Verbindungen aufgebaut werden sollen. So dass wir also nicht, wie in dieser einfachen Version, dass wir nicht einfach alle Informationen an der Hand haben, die wir brauchen, um das Problem zu lösen, sondern in der Realität wissen wir natürlich erst dann davon, dass ein Verbindungsaufbau gewünscht wird, wenn es soweit ist. Und diese Art von Problemstellung, von algorithmischen Problemstellung oder diese Variation von algorithmischen Problemstellungen nennt man Online-Versionen von algorithmischen Problemstellungen.
dass man also nicht alle Informationen, die man hat, so schon am Anfang hat, sondern so nach und nach kommen die Informationen rein und man sollte vielleicht am Anfang schon gucken, in Voraussicht, was so alles passieren kann, sodass man dann später, wenn neue Informationen reinkommen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass dann zu einer vernünftigen Lösung kommen kann, auch wenn man nicht vorher wusste, was jetzt die genaue Situation ist, die später passiert. Anderes Beispiel für Online- versus Offline-Version von algorithmischen Problemstellungen, mit denen wir in unserer Arbeitsgruppe zugange sind, sind Bahn-Auskunftsverbindungen, Auskunftsverbindungen für öffentlichen Personenverkehr, nicht nur Bahn, wo sie, wenn sie Fahrplanauskunft, wenn sie da sich eine Verbindung raussuchen, vorab, bevor sie losfahren, und da ein Ticket ziehen, 3 Wochen vorher, um Geld zu sparen oder so etwas. Das ist die Offline-Version. Da haben Sie volle Informationen über den Soll-Fahrplan, aber noch keine Informationen oder nicht oder nur wenig Informationen über den Ist-Fahrplan. Das heißt, was es tatsächlich für Verspätungen, Zugausfälle und sonstigen Kleinigkeiten gibt. Die Online-Version ist, wenn Sie realisieren, oder das System realisiert für Sie, dass die Verbindung, die Sie gewählt haben und hinterlegt haben, dass die nicht funktionieren wird, dass dann online mit den aktuellen, von da, wo Sie jetzt sind, mit den aktuellen Informationen versucht wird, zu retten, was zu retten ist, doch noch eine vernünftige Verbindung hinzubekommen. Das sind Online-Probleme. Wir betrachten typischerweise, in der GDI2 war das, jetzt heißt sie AOD, auch hier meistens betrachten wir Offline-Versionen, wo wir annehmen, es ist alles am Anfang gegeben. Und dann können wir eine Gesamtlösung berechnen. Aber natürlich kann es bei jeder Art von algorithmischen Problemstellung so sein, dass wir die Informationen nicht alle am Anfang haben, dass wir nur teilweise Informationen am Anfang haben und dass wir dann erst einmal nur eine Schätzung, eine Vermutung abgeben können, was eine vernünftige Lösung ist, in der Hoffnung, dass die unvorhergesehenen Sachen nicht so krass sein werden, dass uns das die ganze erste Planung über den Haufen geworfen ist und man sagen müsste, ja, sorry, wir hätten das am Anfang anders planen müssen, aber das konnte man ja nicht vorhersehen. So, also im Großen und Ganzen ist das alles dasselbe, aber der Input ist nicht von vornherein gegeben, sondern immer in Chunks, wie würde man das hier übersetzen, in Portionen. Ja, immer mal wieder in der Zeit. Und es besteht aber der dringende Bedarf, jetzt schon loszulegen mit der Berechnung einer Lösung, obwohl wir dann die weiteren Portionen die später kommen werden, noch nicht kennen. Also, wir wissen das nicht, aber wir sollten versuchen, auf Basis von plausiblen Annahmen darüber, was in Zukunft sein wird, ja, jede Art von Verkehrsvorhersage, Planung oder was auch immer, jede Art von Planung. Denken Sie an ein anderes Problem, Lagerhaltung im Supermarkt oder so etwas, ja, wo Sie genauso mit solchen Fragestellungen konfrontiert sind, dass Sie in Voraussicht als Supermarktleiter ihre Bestellung abgeben müssen, was alles geliefert werden soll, ohne genau zu wissen, nur aus Erfahrungswerten heraus plausibel zu vermuten, wenn jetzt am Samstag ein großes Fußballspiel im Fernsehen anspielt, ein Fußball-Länderspiel, Deutschland gegen irgendwen, dass sie dann wahrscheinlich mal ein paar Portionen, ein bisschen mehr vom Bier und von den Chips dann bestellen und von irgendwelchen anderen Artikeln vielleicht entsprechend weniger. So. Da ist nur zu sagen, auch dazu gibt es dann noch eine Übungsaufgabe auf dem 4. Übungsblatt. So, ich denke mir, macht es Sinn, hier weiterzugehen? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es macht Sinn, hier weiterzugehen. Ich würde gerne einen Sprung machen hierher.
Bevor wir ins Systematische gehen, will ich Ihnen erst mal zeigen, worauf das Ganze hinausläuft. Anhand eines Beispiels, worauf das hinausläuft, aus meiner eigenen Praxis, was ich in den 90er Jahren irgendwann mal gemacht habe. Was Sie hier sehen, ist zunächst einmal das Schienennetz, also grau unterlegtes Schienennetz und schwarz sind die sind ICE-Verbindungen aus dem Jahr 1997 oder so etwas. Weiß nicht mehr genau aus welchem Jahr. Ich glaube, es war 1997. Also Sie sehen hier bis Basel und so weiter und so fort. Und die Aufgabenstellung bestand darin, gegeben eine solche Menge von Zügen, in diesem Fall die ICEs in ganz Deutschland, finde eine möglichst kleine Auswahl von Bahnhöfen, sodass die man als Servicestation verwenden kann, sodass jeder ICE an mindestens einem dieser Bahnhöfe hält und dort bedient werden kann. Ja, also wir suchen Bahnhöfe, ICE-Bahnhöfe in dem Fall, sodass jeder ICE an mindestens einem dieser Bahnhöfe hält und wir wollen möglichst wenige. So, die Lösung, die es dafür für diese Situation gibt, die hätten Sie sich auch selber denken können, wenn Sie mal genau hinschauen. Also ich hoffe, Sie gehören nicht zu den Leuten, die immer im Fernsehen vorgeführt werden, mit einem Umriss von Deutschland und sie sollen sagen, wo sie jetzt gerade sind oder wo Berlin ist oder sowas und die Leute dann völlig hilflos irgendwo zufällig hintippen. Wenn sie eine gewisse geografische Übersicht haben, dann werden sie unschwer erkennen, dass das hier Berlin ist, also irgendeiner der Bahnhöfe in Berlin, damals wahrscheinlich noch Zoologischer Garten, der inzwischen ja kein ICE-Bahnhof mehr ist, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München. Diese Lösung hätten Sie auch sicherlich ohne IT-Hilfe herausfinden können. Aber wenn man sich die Problemstellung jetzt mal anschaut für sämtliche Züge, die damals da rumgefahren sind, diese schwarzen Punkte hier, die minimale Lösung sind, das wäre schon ein bisschen schmerzlich geworden, die herauszufinden, nicht? Das hätte schon viel Arbeit gemacht und zudem ist diese Problemstellung schwer, das heißt also ein wenig unübersichtlich das Ganze. Es gibt keinen einfachen Algorithmus, den Sie per Hand anwenden können oder eben implementieren können, der diese Problemstellung wirklich hundertprozentig optimal löst. Nichtsdestotrotz ist das die optimale Lösung. Sie ist gefunden worden durch einen Algorithmus, obwohl die Problemstellung schwer ist. So, was habe ich da gemacht? Hier, bleiben wir mal hier. Das ist ein Punkt, den Sie hoffentlich nie wieder vergessen. Egal, was Sie später mit Informatik zu tun haben, der Punkt ist so wichtig, dass Sie ihn inzwischen auch in die AOD, die ehemalige GDI2, mit aufgenommen habe auch dieses Beispiel dafür genommen habe, ab dem letzten Jahr. Ich habe zunächst einmal etwas gemacht, was oft übersehen wird, aber was sehr, sehr hilfreich ist, nämlich die Daten, die reinkommen, erst einmal zu reduzieren. Erst einmal möglichst viel Daten rauszuschmeißen. Daten, die redundant sind. Daten, die ich für die Lösung meiner Problemstellung nicht wirklich brauche. Es gibt zwei einfache Überlegungen, die man sich anstellen kann. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben zwei Bahnhöfe. Denken Sie an Darmstadt Süd und Darmstadt Hauptbahnhof beispielsweise. Also A ist Darmstadt Süd, B ist Darmstadt Hauptbahnhof. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher, alle Züge, die in Darmstadt Süd halten, halten auch in Darmstadt Hauptbahnhof, oder? Alles andere wäre sehr merkwürdig. So, und aus diesem Grund können Sie Darmstadt Süd rausschmeißen aus Ihren Daten. Rausschmeißen aus Ihren Daten heißt nicht nur aus der Menge der Bahnhöfe, sondern aus jedem einzelnen Zuglauf, in dem Darmstadt Süd vorkommt. Also jeder Zug,
der Darmstadt Süd anfährt, den können Sie für unsere Zwecke hier ja interpretieren als einfach als eine Menge von Bahnhöfen, die er anfährt. Aus dieser Menge von Bahnhöfen können Sie Darmstadt Süd in diesem Zug rausschmeißen. Die zweite Technik ist, die zweite einfache Beobachtung ist, wenn Sie zwei Züge haben, also ich nehme hier immer ein fiktives Beispiel, was es so nicht gibt, aber was den Vorzug hat, dass es hier gleich um die Ecke ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine S-Bahn von Darmstadt nach Frankfurt Hauptbahnhof, die an jeder Milchkanne hält, und Sie haben und zusätzlich noch eine Regionalbahn beispielsweise, die nur in Darmstadt, Langen und Frankfurt-Main Hauptbahnhof hält. Ja, können Sie sich das vorstellen, diese zwei Züge? So, jetzt bin ich mal gemein. Den Beamer weg. Welchen von beiden Zügen können Sie aus der Datenmenge rausschmeißen? Bitte? Die Regionalbahn können Sie rausschmeißen. Warum? Moment, die Regionalbahn hält nur an drei Stationen und die S-Bahn hält an jeder Milch, auch an diesen drei Stationen, aber dazwischen auch an jeder Milchkanne. Nee, sie hält nicht, die Regionalbahn hält nicht in Frankfurt Süd beispielsweise oder genau, an allen Stellen, wo die Regionalbahn hält, hält auch die S-Bahn. Was folgt daraus? Welchen der beiden Züge darf ich rausschmeißen? Bitte? Die S-Bahn, warum? Wieso nicht? Wieso können die keine Servicebahnhöfe sein? Ja gut, die Regionalbahn, ja gut, aber nur weil die Regionalbahn nicht hält, dort hält, können wir doch da eine Station für eine Servicestation für S-Bahnen haben. Vielleicht für andere S-Bahnen, die anders fahren und gar nicht durch Darmstadt durchkommen. Okay, die Stationen, die Bahnhöfe, wo die Regionalbahn hält, können Stationen für die S-Bahn sein. Und daraus folgt? Sie haben sich, glaube ich, gemeldet. Sie können die S-Bahn rausnehmen, weil... Die S-Bahn hält auch bei allen Stationen, bei denen die Regionalbahn hält. Sie sollten nicht mit weniger oder so sagen, das ist ja eine Quantität. Also das eine ist eine Teilmenge vom anderen. Also weniger ist missverständlich. Ja. Also ich glaube, wir meinen alle dasselbe und auch das Richtige. Vielleicht so formuliert, jede Lösung, die die Regionalbahn abdeckt, deckt automatisch auch die S-Bahn ab, sodass wir die S-Bahn nicht gesondert betrachten müssen. Sie ist automatisch mit erledigt, wenn wir die Regionalbahn erledigt haben. So, dann werde ich das Bild wieder auf den Beamer legen und ich hoffe, das funktioniert. Ja. Hier, und das ist genau das, was hier steht. Eine Warnung hier an dieser Stelle, dass auch das, dazu gibt es eine Aufgabe und eine gewisse Anzahl von Teilnehmern der Veranstaltung, wenn die mir ihre Lösung zu dieser Aufgabe präsentieren, dann stellt sich heraus, also eine Minderheit zum Glück nur, dann stellt sich heraus, dass die Leute das falsch rum gesehen haben, dass sie in unserem Beispiel die Regionalbahn rausgeschmissen haben. Weil, wenn man nicht so genau liest und sich nicht genau nachdenkt, ist zunächst einmal das wahrscheinlich das Intuitivere, dass man die Regionalbahn rausschmeißt und die S-Bahn drin hält. Das ist aber falsch. Und damit kann man die Aufgabenstellung, die auf dem vierten Übungsblatt ist, natürlich nicht korrekt lösen mit der falschen Annahme. Falsch, aber anscheinend intuitiver. So.
Jetzt kann man losgehen. Erstmal alle Bahnhöfe rausschmeißen, die man auf diese Art rausschmeißen kann. Dann alle Züge rausschmeißen, die man auf diese Art rausschmeißen kann. Dann kann man wieder neue Bahnhöfe rausschmeißen, die man vorher nicht rausschmeißen konnte. Dann kann man wieder neue Züge rausschmeißen, die man vorher nicht rausschmeißen konnte. Und so weiter und so fort, bis es nicht mehr weitergeht. In dem Fall, und darauf bezieht sich die Aufgabe auf dem Übungsblatt, kann es durchaus passieren, dass Bahnhöfe isoliert werden. Dass Bahnhöfe plötzlich nicht mehr über Züge mit anderen verbunden sind, was bedeutet, dass ein Zug reduziert worden ist auf diesen einen Bahnhof. Ja, ein Zuglauf mit 20, 30 Halten oder wie viel auch immer ist schrittweise durch Rauschmiss von Bahnhöfen reduziert worden auf diesen einen Bahnhof. Es bleibt übrig ein isolierter Bahnhof mit einem isolierten Zug drauf. Das kann passieren, das passiert sogar sehr häufig. Denn wenn man nur diese beiden Techniken hier durchzieht, bis zum geht nicht mehr, dann bekommt man bei dem ersten Beispiel genau diese sechs Bahnhöfe raus, jeweils mit einem isoliert übrig gebliebenen ICE. Allein durch die Reduktion der Daten, das ist ein extremes Beispiel, darauf kann man nicht hoffen im Normalfall, aber in diesem Fall war es so, allein durch diese Datenreduktionstechnik kam die Lösung raus. Hier nicht ganz. Es kam nicht ganz genau die Lösung raus. Sie sehen, dass hier so ein paar kleine Fitzelchen übrig geblieben sind. So ein paar kleine Graphen, die nicht weiter zu einzelnen isolierten Knoten reduziert werden konnten. Was soll's? Ich meine, diese kleinen Teilgraphen sind so klein, dass man da einfach mit Brute Force, mit brutaler Enumeration rauskriegen kann, wie darin die Optimallösung ist. Ja, die Optimallösung besteht aus diesen einzelnen isolierten Knoten und hier in jedem dieser einzelnen kleinen Teile jeweils noch eine Optimallösung, die man ganz, ganz einfach mit ganz brutaler Durchenumeration aller Möglichkeiten herauskriegen kann. Ich hoffe, dass das ein, also mich hat das seinerzeit beeindruckt, mich hat es so beeindruckt, dass ich Tage daran verbracht habe, den Fehler in meiner Software zu finden, weil das ja nicht sein kann. Ich habe mich dann irgendwann überzeugt, nein, es gibt keinen Fehler in der Software. Das Phänomen ist tatsächlich so, wie ich es Ihnen hier präsentiert habe. Das ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel, darauf kann man nicht hoffen, aber es zeigt Ihnen, generelle Erfahrung mit Datenreduktion kann man eine ganze Menge machen. Zum Beispiel, wenn in vielen Situationen bekommen Sie eine Matrix irgendwoher, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich beispielsweise, Logistik und so weiter, Planungsprobleme und so weiter. Da können Sie viel machen. Sie werden, wenn Sie so eine Matrix haben, dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Nullspalten, Nullzeilen drin haben, die Sie einfach rausschmeißen können. Sie werden redundante Zeilen oder Spalten drin haben, identische, die Sie rausschmeißen können. Und. Sie werden da viel Datenreduktion machen können. Oder nur um ein anderes Beispiel herzunehmen. Also behalten Sie im Kopf, dass Sie ganz allgemein in der Informatik, wie auch überall sonst, nicht die einfachen Dinge übersehen, die man tun kann. Nicht einfach nur in den höheren Sphären der genialen Algorithmen denken, sondern auch die einfachen Dinge, die man tun kann, die oft genug eine ganze Menge mehr reißen können als der geniale Algorithmus. So, das ist ein schönes Wort zum Sonntag. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken heute für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag wünschen. Und nächste Woche haben wir schon wieder einen Feiertag, ne? Aber dann auch der letzte Feiertag am Donnerstag in diesem Semester. Gut, also schönen Tag noch.